Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Hinter mir seht ihr die Insel Kokopalm und die besuche ich für euch in diesem Video. Also werfen wir mal einen Blick auf die Insel, was sie so alles Schönes zu bieten hat. So, jetzt heißt es erstmal ab aufs Zimmer. Und natürlich ist es auf den Malediven etwas anders, denn es sind nicht hier Zimmer, sondern so ganz kleine, tolle Bungalows und Häuschen. Und man spürt hier schon durch den Weg, durch den Dschungel, den feinen Sand an den Füßen, denn Kokopalm ist eine Barfußinsel. Und jetzt hier in meinem Bungalow angekommen, seht ihr, das ist richtig schön traditionell, gemütlich eingerichtet. Natürlich dieses riesengroße Bett. Und ihr seht auch hier, dass es alles liebevoll eingerichtet ist mit ganz, ganz vielen kleinen Details. Und jetzt geht es hier hinten rum. Da ist das Badezimmer versteckt, wobei eher das Waschbecken. Denn das Badezimmer versteckt sich hinter dieser Tür und es ist im Freien. Ihr seht hier eine eingelassene Badewanne im Boden, wo man sich auch duschen kann, aber auch noch separat eine extra Dusche und natürlich auch das WC und alles ist im Freien. Schon sehr, sehr crazy, finde ich. Ja, hier seht ihr auf der Terrasse nochmal einen kleinen, einen kleinen Pool oder einen kleinen Jacuzzi, wobei der jetzt nicht Bubbles macht und natürlich einen direkten Zugang zum Strand. Guckt mal her, das ist wunderschön, wie man sich's vorstellt, gell? Weißer Strand und richtig schönes blaues Wasser. Unheimlich natürlich ist hier alles. Die Insel ist ja auch für seine Naturbelassenheit bekannt und dementsprechend seht ihr auch hier vom Strand aus, wie schön natürlich das alles bewachsen ist und man hat das Gefühl, man ist mitten im Dschungel und man sieht eigentlich gar nicht, wo der Zugang ist zu seinem Bungalow. Aber ihr seht ihn hier natürlich mit den zwei Liegen unter dem Schirm. Ich habe mir den mal vorgezogen, weil ich wollte etwas Sonne abbekommen, aber das kann natürlich jeder handhaben, wie er möchte. Und eben jetzt geht es hier nochmal durch den Private-Dschungel in diesen versteckten Bungalow. Also schon sehr, sehr schön gemacht. Aber lasst uns doch mal zum Kulinarischen kommen. Ab ins Restaurant, würde ich sagen. Hier seht ihr einmal das Restaurant. Das ist offen und den ganzen Foodstationen. Hier wird natürlich viel gekocht. Man kann natürlich individuelle Wünsche äußern. Und es ist wirklich für jeden etwas dabei. Das Buffet ist riesig gewesen. Egal, ob es zum Frühstück, Mittag oder Abendessen. Also die Auswahl war wirklich sehr, sehr reichlich. Und für mich auch als Europäer war jede Menge dabei. Also es war wirklich super lecker. So, jetzt hier im Spa angekommen, seht ihr auch, dieser ist natürlich offen gehalten. Die Massageräume sind auch im Freien. Man ist natürlich privat, aber die Decke fehlt natürlich. Und man kann hier natürlich auch einen Jacuzzi besuchen, richtig schön im Freien, im Dschungel. Oder auch natürlich zum Sport gehen. Hier im klimatisierten Fitnessstudio ist alles da, was man braucht, um das, was man zuvor im Restaurant gegessen hat, wieder abzutrainieren. Aber was ganz, ganz Besonderes, was Kokopalm bietet, ist natürlich die Rettungsstation für Schildkröten. Und hier seht ihr eine, die gerettet worden ist. Die hat leider Gottes wegen dem Plastik im Meer eine Flosse verloren, aber hier wird sie wieder aufgepäppelt, um dann später wieder freigelassen zu werden. Hier gibt es ganz, ganz viele Informationen. Das könnte ich jetzt alles gar nicht hier so erklären, aber demnächst mehr. Aber schauen wir doch mal ins Innere der Insel. Dort seht ihr einen richtig schönen Garten, denn Kokopalm versucht natürlich vieles auch selbst anzubauen, was natürlich ökologisch ist. Hier seht ihr die Insel von Weitem, denn wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Wir werden jetzt gleich schnorcheln gehen und jetzt seht ihr mal, wie schön diese Insel ist, auch mit den Wasserbungalows, mit den Wasservillen, sehr, sehr schön. Und als wir beim Schnorcheln waren, haben wir tatsächlich auch einen Manta getroffen. Das ist schon ein riesen Fisch gewesen, ein Rochen, also wirklich richtig beeindruckend. Also ich bin immer noch sprachlos, selbst wo ich jetzt auch die Bilder hier nochmal sehe. Das war ein ganz tolles Erlebnis und ich glaube auch, das ist das, was ja die Malediven so ausmacht, das Schnorcheln und Tauchen. Das war schon was ganz, ganz Tolles. Ja, nach dem Schnorcheln ging es dann auf eine kleine private Insel, die zu Kokopalm gehört, die man extra buchen kann. Dort hatten wir zum Beispiel unseren Lunch, aber man kann natürlich auch eine Nacht bleiben zum Beispiel. Hier ist so ein kleiner Bungalow, wunderschön natürlich der direkte Zugang ins Meer. Man kann hier richtig schön privat für sich sein und innen drin sieht man natürlich im Eingangsbereich Lounge und natürlich auch das Bett und hinter dem Bett befindet sich nochmal ein Badezimmer, also das ist
Romantik pur richtig was, wenn man sich zweit mal eine kleine Auszeit gönnen möchte. Aber Romantik pur ist es auch natürlich auf der Insel. Hier sind wir zurückgekommen und zum Abschluss seht ihr nochmal Kokopalmen am Abend. Richtig schön und man sieht den Himmel, die Sterne. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was wir ja so als Stadtmenschen ja oft gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil es ja so hell um uns herum ist. Und hier kann man die Natur noch richtig schön erleben. Eine Reise geht zu Ende. Kokopalm war wirklich ein Traum. Also jeder, der sich so mal die Malediven vorstellt, so dieses Postkarten-Image, dieses perfekte Wasser, der perfekte Strand, alles wurde hier erfüllt. Also teilweise habe ich echt geglaubt, das ist extra inszeniert worden, weil das so perfekt war. Aber Natur pur. Die Insel ist unheimlich naturbelassen und auch das Resort ist mega nachhaltig. Also ich konnte auch eben die Besichtigungstour machen im Backbereich, wo man eben dann auch gesehen hat, dass die Recycling machen, wo die selbst auch sozusagen bei Glas zum Beispiel das zermahlen und das mit Zement aufmischen und dann eben für Reparaturen hernehmen. Sie haben aber auch eine Verbrennungsanlage. Bei den Kosmetikartikeln, da wird alles in so Pumpflaschen nachgefüllt, dass eben diese kleinen Plastikflaschen nicht gibt. Allgemein wird auf der Insel Plastik vermieden, zum Beispiel die Strohhalme, die sind aus Karton, dass eben keine Kunststoffstrohhalme da sind. Also alles mega nachhaltig und ich finde, man muss schon auch darauf achten, wenn man in die Malediven fliegt, dass man nicht nur aufs Geld guckt, sondern auch schaut, was tut man der Umwelt an. Denn die Anreise ist jetzt nicht ohne. Ich war fast 36 Stunden unterwegs und es ging ja im Endeffekt zum Flughafen, dann mit dem ersten Flugzeug, dann das zweite Flugzeug, dann mit dem Bus, dann geht es weiter mit dem Wasserflugzeug und dann noch mit dem Speedboot. Das ist schon eine Hausnummer und dann finde ich es ganz besonders wichtig, dass man, wenn man sich ein Resort aussucht, wenigstens da wieder ein bisschen Umweltkarma-Punkte einspart und das finde ich echt toll. Die Malediven ist für viele von euch sicherlich ein Urlaubstraum, so ein typisches Honeymoon-Ziel. Aber ich sage euch eines, wartet nicht darauf, sondern genießt die Zeit schon viel früher. Es gibt auch, wenn nicht die High Season ist, oft günstigere Preise. Und ich bin jetzt hier im August gewesen, das ist nicht die typische Malediven-Saison. Und trotzdem ist das mega geiles, schönes Wetter gewesen. Für mich geht es jetzt auf die nächste Insel, auf Coco Privé, die teuerste Luxus-Privatinsel auf den Malediven. Wenn ihr das Video sehen wollt, schaut einfach mal oben beim i vorbei, da verlinke ich es euch. Und zu Coco Palm kann ich einfach nur noch eines sagen, es ist ein wahrgewordener 5-Sterne-Resort-Traum, obwohl es tatsächlich nur 4 Sterne sind und deswegen ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis so toll. Und die Küche hat mich überzeugt, der Service hat mich überzeugt. Ich habe, glaube ich, nichts zu meckern. Naja, vielleicht doch. Es gibt keinen Fernseher. Na gut, ich brauche auf den Malediven eigentlich auch keinen Fernsehen, aber vielleicht für den einen oder anderen ein Punkt. Aber das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich habe nichts gefunden, was mich gestört hätte. Mein Aufenthalt war tatsächlich perfekt. Und ich hoffe, wenn ihr auch mal hier seid, dass es euch genauso geht. Ich verlinke euch unten in der Infobox natürlich wieder alle Informationen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.